So, hallo und grüß Gott, ihr lieben Backfreunde. Ich möchte Ihnen heute mal einen Teig, einen Quarkteig vorstellen, den wir in unserer Jubiläumsform backen und der ist sehr, sehr flüssig, ja. Und da gehen Sie am besten her, wenn Sie so einen flüssigen Teig haben, dass Sie hier einfach Mandeln reinstreuen in unsere Form, sodass Ihnen das Ganze nicht rauslaufen kann. Das ist sehr, sehr wichtig. Und wichtig ist natürlich auch unser Pinsel, dass wir das ganz schön einfach herpinseln, sodass der Rand richtig schön zu ist, ja? Dass Sie mal sehen, wie man einen flüssigen Teig wie das Beck drin, ja? Wir haben das Ganze jetzt hier drin, natürlich mit unserem Schneebesen. Mit zwei Funktionen haben wir das Ganze schön unterhoben nochmal und gießen das Ganze jetzt in unsere Form ein. Das ist eine Quarkmasse, ja? Das ist ein Traum. Und unser Schneebesen auch, weil ich kann jetzt hier sehr schön gleich meine Schüssel sauber machen. Also ich kann einmal unterheben und kann einmal hergehen und meine Schüssel sauber machen. Ich finde es ganz, ganz toll und super genial. Wir geben das Ganze jetzt in den Backofen und backen das so circa 35 bis 40 Minuten, gell? So, unser Kuchen wird jetzt ausgekühlt. Bitte nicht erschrecken, weil der geht ziemlich hoch auf und dann geht er ganz nach unten, ja? Ich habe jetzt einfach das von der Form weggelöst, weil es geht nach unten, dann hängen hier ein wenig so Brösel oder so Ränder, ja? Habe die Form wieder sauber gemacht und einfach wieder rumgesetzt. Und jetzt machen wir weiter, gell? Weil es ist wenig Mehl in dem Boden drin, darum setzt sich der in ziemlich viel Quark, ja? Und dann setzt sich der nach unten wie ein Käsekuchen halt, ja? Wir streichen jetzt die Sahne drauf und geben dann Früchte drauf und machen einen Guss drauf. Und wir nehmen natürlich da jetzt unsere kleine Winkelpalette, weil bei dieser Form kommen sie wunderbar in jede Rundung rein, ja? Also die große Winkelpalette, die kleine Winkelpalette, sehr, sehr wichtig. Beide sehr, sehr wichtig. Am besten, Sie haben alle zwei. Und dann können Sie nehmen, was Sie brauchen gerade, was Sie für eine Form haben. So, das Ganze streichen wir rein und jetzt bloß, dass ein bisschen Haftung da ist nachher, wenn wir das Obst drauf geben. Und dann lässt sich das Ganze auch viel, viel schöner anschneiden, ja? Und mit unserer Drehplatte ist das Ganze natürlich ein Traum. Die braucht man einfach im Haushalt, weil Sie sehr, sehr schön streichen können und drehen und streichen wunderbar fertig. So, wir haben jetzt unseren Tortenjelly gekocht und dieser schöne Topf ist im Sonderangebot. Achtet immer auf unsere Sonderangebote. Und ich gehe jetzt her und nehme meinen Pinsel und gebe hier diesen Tortenjelly drauf. Ihr wisst ja, Tortenjelly ist aus Johannes Brotkernmehl und geliert wunderbar. Und ich habe jetzt einfach kunterbunt, so wie ich gedacht habe, einfach die Früchte drauf. Nicht ganz toll angelegt, sondern einfach drauf. Und schaut auch mal nett aus. Und jetzt geben wir einfach hier das Ganze voll drauf und fertig ist die ganze Geschichte. So, unser Kuchen wäre jetzt ausgelöst und ist fertig. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Nachbacken. Tschüss, ade, auf Wiedersehen.